Hallo, liebe Kindergartenkinder. Ich möchte euch heute eine Geschichte von zwei kleinen Häschen erzählen. Ich lese euch die Geschichte vor und ihr dürft euch gerne die Bilder anschauen. Es waren einmal zwei Häschen, die hießen Nico und Lassie. Sie lebten glücklich mit ihren Familien zusammen. Nico und Lassie waren Nachbarn. Jeden Tag, wenn sie nicht in den Hasenkindergarten gingen, trafen sie sich zum Spielen auf der Wiese. Es war ein herrlicher Frühlingstag und die beiden tollten gerade zwischen den Kohl- und Karottenfeldern hin und her. »Du fängst mich nie«, rief Nico. »Doch, wart ab, ich bin viel schneller als du«, entgegnete Lassie. Plötzlich kam ein Schwarm aufgeregter Schwalben angeflogen. Sie zwitscherten alle durcheinander. Nico und Lassie verstanden nur Orona, Orona, Orona. Am Abend erklärte die Mama von Nico den Häschen die Aufregung. Im Hasenland hinter den großen Bergen ist eine große Krankheitswelle ausgebrochen. Und daran schuld sind die Coronaviren. Die Mama von Lassie sorgte sich sehr. Sie sprang in ihrem Bau hin und her und war nicht mehr zu beruhigen. Am nächsten Morgen hobbelte Lassies Vater sofort los und hamsterte, was er finden und tragen konnte. Gras, Wurzeln, Schlehen, Eicheln, Karotten und sogar Stroh, obwohl doch genügend Stroh beim Bauern um die Ecke in der Scheune lag. Der Opa von Nico sah das ganz gelassen. »Das ist doch ein bisschen Spinnerei alles. Was für ein Unsinn!« Die Mama von Nico wunderte sich. War denn die ganze Welt verrückt geworden? Leere Wälder und Felder, das gab es doch sonst nur im Winter. Die Schwalben zwitscherten von Sonnenaufgang bis Untergang. Manche sogar die ganze Nacht hindurch, so aufgeregt waren sie. Es gab erste kranke Häschen, auch im Hasendorf nebenan. Die Familie von Lassie ging mittlerweile überhaupt nicht mehr aus dem Haus. Nico fragte seinen Papa, »Papa, ist das jetzt so schlimm, dass wir sterben müssen?« »Nein, mein Kind«, sagte er, »aber wir müssen in Zukunft viel vorsichtiger sein, damit wir uns nicht alle anstecken.« Er fuhr fort, »Die Coronaviren sind wie kleine Wassertröpfchen, und wenn ein krankes Häschen niest, kann es viele andere Häschen, die in seiner Nähe sind, anstecken. Deshalb musst du jetzt besonders vorsichtig sein. Das heißt, du musst dir in Zukunft gründlich und häufig deine Pfoten mit Seife waschen. Halte am besten Abstand zu anderen Tieren, wenn möglich 2 Meter, denn die Coronaviren können nicht so weit springen. Und die Pfoten musst du jederzeit auch keinem zur Begrüßung geben«, sagte der Papa mit einem Augenzwinkern. »Und wenn ich krank werde?«, fragte Nico. »Das ist nicht so einfach«, erklärte Mama Hase. »Eigentlich ist das wie eine schwere Erkältung. Du bekommst einen trockenen Husten, Fieber und eventuell Atemnot.« Nico hustete. »Mama, Mama, ich huste doch jetzt schon.« »Aber nein, mein kleiner Hase. Dir kratzt dein Hals und Fieber hast du auch noch nicht. Außerdem stecken kleine Häschen diese Krankheit ganz leicht weg. Schwieriger ist es mit unseren alten Hasen. Opa und Oma sollen sich nicht anstecken. Aber du musst auch hier ganz vorsichtig sein. Momentan kannst du Opa und Oma leider nicht umarmen und ihnen auch kein Küsschen geben. Vielleicht werden wir sie in der nächsten Zeit auch weniger sehen. Aber ich bin mir sicher, das geht vorüber. Dann machen wir ein großes Familienfest. Bis dahin merke dir, wenn du hustest oder niesen musst, dann immer weg von den anderen Hasen. Und wenn du kein Taschentuch mit dir hast, dann huste in deine Ellbeuge. Das mache ich auch so. Die ersten Tage verliefen nicht groß anders als sonst. Aber dann tagte der Ältestenrat. Und es wurde beschlossen, alle Schulen und Kindergärten zu schließen.
Die Häschen waren zu dicht aufeinander und so konnten die Coronaviren von Häschen zu Häschen springen. Zudem wurden etliche Häschen in Quarantäne geschickt. Das heißt, sie mussten zu Hause bleiben. Das war eine richtige Umstellung für Nico und Lassie. Lassies Mama hatte beschlossen, dass die beiden sich auch nicht mehr sehen durften. Und Nikos Mama hielt das auch für das Beste. Bloß, was macht man an einem so langen Tag ohne Freunde und Kindergarten? Zuerst konnte Nico sich gut beschäftigen. Er war es auch gewohnt, alleine zu spielen. Immer öfters kam ihm dabei ein Gedanke. Und dann fragte er jede Stunde, Mama, bekomme ich was Süßes? Zu seinem Glück sagte die Mama oft ja. Nur ab und zu musste er dafür etwas tun. Ihr im Haushalt helfen oder ein schönes Bild malen. Und dann bekam er nochmal eine extra Schokolade. So, das war der erste Teil der Geschichte. Und wie das mit dem Nico und dem Lassie weitergeht, erzähle ich euch gleich.